Servus Leute, heute will ich euch die Reihe Benji Livy vorstellen. Die Reihe ist von Miriam Rademacher und ist im Sternensand Verlag erschienen. Ich habe diese Reihe auf der Frankfurter Buchmesse entdeckt und mir gefiel zum einen mal das Cover. Das ist nämlich irgendwie, ich finde es richtig, richtig schön mit diesen kleinen Bildern so nacheinander. Vor allem, als ich mir dann den Klappentext durchgelesen habe, war ich hin und weg von der Story. Und deswegen lese ich euch den Klappentext vom ersten Teil mal vor. So hat sich Livy ihren Tod nicht vorgestellt. Sie bekommt einen Job, der aus Heulen und Scharade besteht. Einen altklugen Kollegen mit sexy Stimme, aber ohne Gesicht. Und eine staubige Dachkammer ohne Internetanschluss. Livy ist jetzt die Benji von Schloss Harrowmont und hat in ihrer Rolle als Schutzgeist die Aufsichtspflicht über eine der tollpatschigsten Familien Englands. Als dann auch noch ein nachtragender Dämon auftaucht, um eine uralte Rechnung zu begleichen, ist Livys Tod endgültig aufregender, als ihr Leben jemals war. Und da musste ich, als ich das gelesen habe, total grinsen und dachte mir, oh geil, das ist ja mal so eine richtig coole, vielleicht ich auch möglicherweise lustige Gruselgeschichte oder irgendwie sowas mit Geistern und Dämonen. Und als ich dann den ersten Teil gelesen habe, ganz kurz nach der Frankfurter Buchmesse, da war ich ganz, ganz klar extremst begeistert. Die Geschichte ist sagenhaft gut geschrieben, also wirklich, wirklich, wirklich gut geschrieben. Die Charaktere in dem Buch sind sehr, sehr unterschiedlich und aber man kann total gut sich in diese einzelnen Charaktere reinversetzen. Also es sind zwar manche nur so grob umrissen, aber selbst das verleiht den einzelnen Personen richtig Charakter und Volumen. So, oftmals, wenn manche Charaktere nicht so ganz große Rollen in der Geschichte selber spielen, dann sind sie nicht so griffig, wisst ihr, dann sind sie nur so grob umrissen. Aber hier sind selbst die Nebenrollen mit richtig, richtig schön Leben ausgefüllt. Das hat mir sehr gefallen. Dann, was auch damit mit reinspielt, sind wiederum eben diese unterschiedlichen Charaktere, wie jetzt unsere Protagonistin, die Olivia, beziehungsweise eben Livy. Ganz sympathisches Mädel. Jung gestorben, sonst wäre sie keine Benji. Wie es dazu kommt, erfahrt er auch in der Geschichte. Und die Story ist schon alleine ein Knaller. Und die ganzen anderen, ob das jetzt, wie wird er hier, ihr altkluger Kollege,
Das ist auch so eine Marke und das ist, es lohnt sich. Ich mag den richtig, richtig gern. So ähnliche Typen kommen auch weiter in den anderen Teilen. Das ist hier Band 2 und hier Band 3. Kommt da auch noch vor. Ja, die unterschiedlichsten Dämonen, Menschen, die Geister sehen können, Druiden, die magische Fähigkeiten haben, Zauberer. Im weiteren Verlauf dieser Geschichte, also in Band 2 und 3, Band 2 hat den Titel, ich sage euch schon mal den Titel des ersten, Dämonenjagd für Anfänger, das ist der erste Teil, Weltrettung für Fortgeschrittene ist der zweite Teil und Sterben für Profis, das ist der dritte Teil, denn man kann auch mal wieder lebendig werden und dann wieder sterben und ja. Lasst euch überraschen. Ich habe diesen ersten Teil absolut verschlungen und ich habe auch den zweiten Teil noch schneller gelesen. Der war schon war weg und gelesen. Dann habe ich den zweiten Teil gelesen, denn so und auch war er gelesen, noch schneller eben als der, aber Sterben für Profis, der dritte Teil, den habe ich inhaliert. Ich habe den, glaube ich, ich war einmal auf Toilette, ansonsten durchgelesen, weil schlicht und ergreifend, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich konnte das Buch nicht mehr weglegen. Das war zu geil. Ja. Ich habe, glaube ich, schon mal eine Bewertung gegeben. Und ich bleibe auch dabei. 14 Punkte von 15 möglichen. Und die beiden Teile haben die maximale Punkteanzahl. 15 Punkte und 15 Punkte und ich war also mit Stern, ne, ihr wisst ja, bei mir gibt es keine Sterne, aber 15 Punkte mit Stern, das ist richtig extrem geil und ich bin schon so gespannt, wie es weitergeht und ich dachte mir, oh, hoffentlich kommt da bald der vierte Teil raus und dann schaue ich so, wann ist der denn erschienen? Wo steht's denn? Und dann so, erste Auflage, Oktober 2018. Ja, also ganz, ganz frisch. Aber es gibt ja mittlerweile für euch da draußen, gibt es ja drei Teile, also werdet ihr, wenn ihr mit dem ersten anfangt, gleich den zweiten lesen und gleich den dritten lesen und vor demselben Problem wie ich stehen. Ihr wollt den vierten Teil. Was will man machen? Sagenhafte Reihe, Miriam Rademacher. Ne? Vierte Teil, fünfte Teil, sechste Teil. Ne? Und ich muss diese Reihe von Miriam Rademacher absolut empfehlen. Seit langem nichts mehr nur annähernd so Erfrischendes und süchtig Machendes gelesen. Echt. Ich bin mehr als begeistert. Ja. Lest. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Müsste. Weil geil.
Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.